Ja, im Jänner war sie ja tatsächlich Top-Trend auf Twitter. Und der Grund dafür waren irgendwie Vertreter des konservativen religiösen Lagers oder so. Und was sagt sie zu solchen perfiden Anfeindungen einfach? Ja, also das ist natürlich eine coole Sache. Ne? Wir sind dann halt auch von Freunden und Journalisten aus der ganzen Welt angerufen worden, die das da mitbekommen haben. Weil so das Erste, was ein Journalist macht am Tag, der schaut halt, was ist so das Top-Thema bei Twitter oder irgendwie, wenn der Heaven Shall Burn auftaucht. Die meisten Leute, die sich über diese Formulierung Heaven Shall Burn aufgeregt haben, die wussten sich auch gar nicht, dass es da um eine Band geht. Ne? Sondern, aber das haben dann natürlich Fans mitbekommen und haben dann immer noch ein bisschen mehr provoziert. Und dadurch ist das so am Kochen gehalten worden und ist dann immer noch höher gekommen. Aber ja, dass wir da von irgendwem angefeindet werden. Das kann man bei dem Namen vielleicht auch verstehen. Das ist ja auch die Intention davon, dass es so ein bisschen provokativ ist. Ne? Aber wenn das da wirklich nur hohle Anfeindungen sind, ohne da zu hinterfragen, was steht wirklich dahinter oder dass man darüber ins Gespräch kommt, dann sind die Leute auch wirklich darüber selber schuld und tun da auch ihre eigenen Ansichten, die sie eigentlich vertreten sollten, indem sie sich als Christen geben oder tolerante Menschen tun, die ja dann ad absurdum führen. Und darüber untermauern sie ihren zweiten Punkt, denke ich. Also ja, genau. Also die disqualifizieren sich dann dadurch selber. Also ja, das Beispiel ist halt die SLA Dying Jungs, ne? Die haben sich ja auch erstmal blöd geguckt, oh, mit einer Band, die Heaven Shall Burn heißt, touren, aber haben sich davon nicht abschrecken lassen und haben geschaut, wie sind wir drauf, was bedeutet das eigentlich, oder, und haben dann eben auch mitbekommen, dass wir ganz normale Leute sind, ne? Und nicht unbedingt irgendwie Satanisten, bei uns in der Band sind ja auch alle Meinungen vertreten, ne? Vom Atheisten bis, also ich bin zum Beispiel getauft oder konfirmiert und so, ist bei uns alles vertreten. Also Toleranz ist das Wichtigste. Ja. Ja, wie siehst du generell die Entwicklung jetzt im Bereich Social Media, also Facebook, Twitter etc.? Ist das ein notwendiges Übel für Bands? Oder? Ja, also es ist einerseits ein notwendiges Übel und andererseits ist das natürlich heutzutage der Maßstab für eine Band. Ne? Also da geht es nicht mehr um Plattenverkäufe sondern wie viel eine Band wert ist. Bemisst sich daran, wie viele Freunde du auf Facebook hast, wie viele Leute du da erreichst, aber das ist einerseits auch ein ganz großer Vorteil, da man nicht bedacht wird, dass die Kommunikation mit der Band und den Fans, die ist dadurch halt viel, viel straighter. Ne? Man kann einfach sofort Gedanken mitteilen oder das sind dann keine Promo-Kampagnen oder irgendwelche Image-Sachen, die sich ein Manager ausdenkt oder so, sondern die Band sitzt nach der Show im Backstage-Bereich und schreibt dann, hey, danke, war heute super, übrigens das niedliche Mädchen vorne links heute, hallo oder so. Ne? Das ist ja eine ganz andere Qualität auch für die Fans. Ne? Und dadurch kann eine Band auch sehr viel Macht ausüben, ne? Weil sie die Leute eben viel, viel direkter erreicht. Und das ist quasi ein Kurzschluss. Ne? Also man braucht kein Label mehr dazwischen oder kein Management oder keine Zeitung mehr dazwischen, die dazwischen den Fans und der Band vermittelt, sondern man ist eben ganz direkt da dran. Ne? Es gibt ja sogar Labels, die dann für die jeweiligen Bands das kontrollieren, also Facebook. Ja, natürlich. Ja, gibt es auch Labels, die das machen, weil die Labels sich dann einbilden, okay, wir wissen, wie eine Band da aufgebaut werden muss. Oder wir sind da eben so reingewachsen und haben dann unser eigenes Ding gemacht. Natürlich gibt es da mittlerweile auch Marketingstrategien, wie da Labels Bands aufbauen wollen und so weiter. Ne? Aber das ist dann auch nichts anderes als wie früher Flyer umschicken oder Anzeigen schalten. Ne?